So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich habe auf Weihnachten einen LED-Strahler gekriegt mit Adapter für Bosch-Akku, 18 Volt. Dann habe ich einen 6 Ampere Bosch-Akku und da haben wir 6,5 Ampere Nachbauten gekauft. Das ist kein Original Bosch-Akku, schaut allerdings genau so aus, ist nicht viel Unterschied. Und jetzt möchte ich mal die Leistungsfähigkeit probieren, ob der einigermaßen identisch ist zum Bosch-Akku. Beide haben voll. Man sieht jetzt da einen Unterschied. Der Nachbau hat sogar 4 Stricherl. Der Original zeigt nur 3 Stricherl an. Also ein LED-Strahler hat doch eine ganz schöne Aufnahme. Da ist jetzt dann so ein Adapter, da kann man dann auch, da gibt es für verschiedene Marken, für Makita, DeWalt, der ist jetzt für Bosch. Passt eigentlich recht schön. Der Strahler hat 2 Stufen, 1 und 2. Ich tue ihn jetzt einmal auf 2. Hat eine ganz schöne Lichtausbeutung. Brennt super. Und jetzt schauen wir auf Tour. Sagen wir mal 4 lieber 10, wie lang das der brennt. Was mir schon aufgefallen ist, ein großer Unterschied ist zwischen den zwei Akku. Beim Bosch, der ist nicht rapide gar, sondern er wird ein wenig schwächer und man kann auch das, wenn man zum Beispiel flext, noch den letzten Rest noch flexen. Der Nachbau, der ist auf einen Schnitz gar. Der geht voll dahin und auf einmal wird er schwach. Dann geht aber gar nichts mehr. Das ist mir schon einmal aufgefallen. Schauen wir mal. Das wird ein ganz interessantes Video. Wer ist besser? Nachbau oder Original? Jetzt haben wir schon 20 Minuten. Brennt noch einmal. Aber wie gesagt, die hört wahrscheinlich auf einmal rapide. Oder wie sagt man da? Die hört halt auf einen Schnalz auf. Gut, ich sage jetzt einmal, ich war schon zufrieden, wenn es eine halbe Stunde leicht, dann heißt das, das, der Akku, den kann man schon hernehmen. Jetzt warten wir mal ab. Jetzt brennt schon über eine Dreiviertelstunde. So schlecht können die Akku gar nicht sein. Also bin ich jetzt direkt ein wenig überrascht. Schauen wir mal, wie lange das da durchhält. Jetzt bin ich schon über eine Stunde. Und er reicht noch einmal.
Schon langsam bin ich ein wenig überrascht von den Akku. Schauen wir mal. Jetzt hat sie eben ausgeschaltet. Das ist auf einen Schnitz dann gar. Wir haben jetzt 1 Stunde und 12 Minuten, 13 Minuten. Bitte früh. Jetzt schauen wir dann, wie lange das der Bosch-Akku hält. So, das war jetzt der erste Test mit dem Nachbau-Akku. Und jetzt haben wir einen fast gleichwertigen Akku, original. Und schalten wir ihn wieder ein. Volle Stärken. Uhrzeit. Also der hat 1 Stunde und 13 Minuten gelangt. Bei voller Stärken. Jetzt bin ich echt gespannt, wie lange das der hält. Ich muss sagen, ich bin jetzt mit dem eigentlich schon zufrieden. Weil der kostet natürlich, da haben 3 Stück 104 Euro oder sowas kostet. Da kriegst du nicht einmal 2. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Darum ist der Test jetzt ganz interessant. Weil so ein Licht hat trotzdem einen Mords verbraucht und man kann kontinuierlich, weil die Fremdwörter kontinuierlich, ist ja wurscht, dauernd anwenden. Weil wenn mit einer Bohrmaschine oder mit einer Flex, die kannst du nicht dauernd laufen lassen, das verfälscht das Ergebnis. Aber das Licht, das brennt jetzt dauernd, da kann man genau vergleichen, auch von der Uhrzeit her. Lass sich das schon messen. Darum ist das interessant. Schauen wir mal. So. Jetzt haben wir ungefähr 1 Stunde. Bin gespannt, wie lange das noch leicht. Wird interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein wenig gespickt. Ich habe schon auf den Akku geschaut, wie viel das noch Energie hat. Und darum wird das ganz interessant. Aber das sage ich Ihnen jetzt noch nicht. Warten wir mal ab. In einer Viertelstunde schauen wir wieder. Also ich muss nochmal sagen, also die Akkulampen finde ich super. Wer so ein 8-Volt-System hat, egal was für Marken, der muss sich die Lampen suchen, die gibt es mit einem Adapter,
Der ist dann, der wird fest eingesteckt, also das ist nichts Wackeliges, sondern schon fest. Und du kannst dann die verschiedenen Akku bei den Strahlern verwenden. Jetzt musst du nicht den Originalstrahler, der wo sind da ist und eventuell gar nicht so gut, kaufen, aber bei den Strahlern brauchst du es nicht. Da gibt es die Adapter, fertig. Und das ist eine super Sache. Mein Christkind. Wo schenkt man Handwerker? Entweder etwas Süßes zum Essen oder ein Werkzeug. Ja, jetzt haben wir eine knappe Stunde und 9 Minuten sowas. Bin gespannt. So, jetzt haben wir schon gute 2 Minuten drüber. Also der Original-Akku leuchtet ungefähr um 2 Minuten schon länger. Bin gespannt, wie lange das noch geht. So, eben hat es angeschaltet. Also, das sind jetzt eine Stunde und 23 Minuten. Also, um 10 Minuten hat es länger brennt. Mit dem Original-Akku. Also, muss ich jetzt ehrlich sagen, sind die Nachbauten gar nicht einmal schlecht. Weil das ist fast ein vergleichbarer Akku. Eine 6 Ampere-Stunden. Die Nachbauten sollten 6,5 Ampere haben. Sind von der Größe her identisch. Bin ich echt zufrieden. Und da zeige ich jetzt nochmal. Da gibt es den Aufsatz für die Lampen. Das ist jetzt der für Bosch. Der wird da aufgeklipst. Den gibt es für Makita, Dewalt, Milwaukee. Und dann kann jeder die Lampen hernehmen. Mit seinen Akkus. Also ich finde das ein tolles System. Und der Test jetzt mit den Nachbauten, muss ich eigentlich noch nicht sagen. Weil zwischenzeitlich ist er schon wieder voll. Das Scheitel ist ein bisschen anders. Da ist das Schild. Also der Original ist wahrscheinlich gegen runterfallen ein bisschen stabiler. Der Kunststoff schaut mir jetzt nicht so stabil an. Da kann es sein, dass der Kunststoff bricht und der hält noch. Also die Originaler sind schon ein bisschen hochwertiger. Allerdings überrascht mich die Leistung. Der Original hat jetzt um 10 Minuten länger gehalten bei den Strahlern.
Gut, man muss ihm jetzt zugute halten, er ist nicht mehr neuwertig. Den habe ich jetzt bestimmt schon 2 Jahre, also werde er schon ein wenig nachlassen haben. Und der ist noch nagelneu. Aber trotzdem, es ist eine Alternative. Ein bisschen ist er höher. Es ist eine Alternative gegen die Dayan Akku. Und wie gesagt, so ein Strahler überzeugt mich total. Spanne ich ihn wieder ein. Es ist kein Quacklert, sondern es ist ein System. Das war jetzt der Test, ein Strahler auf höchster Stufe mit 2 verschiedenen Akkus. Original-Akku, 1 Stunde und 23 Minuten. Der Nicht-Original-Akku, 1 Stunde und 13 Minuten. Das wollte ich schon immer mal wissen. Darum haben wir jetzt Test und das seht ihr jetzt auch. Und das zeigt euch sonst keiner. Das zeigt euch nur der Spangler Franz. Viert euch!